So, meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Teil 3. Wir sind auf dem letzten Planeten. Das Ende naht. Also, im Spiel natürlich. Ja, mal schauen, was uns hier so erwartet, ha? Oh, die braucht lange zum Aufladen bzw. Leveln. Eigentlich könnten wir auch mal den Schildlader ausrüsten. Ja, da geht's nämlich schon los. Jetzt wäre der PDA ganz gut. Den könnten wir uns sogar rein theoretisch schon holen. Aber eigentlich brauchen wir den jetzt nicht. Glaube ich nicht mehr unbedingt. Jetzt im letzten Level. Warum blinkt das da oben so komisch? Voll die Disco. Ja, wahrscheinlich. Tyrostym. Mädel. Ach, das ist doch noch... Das ist doch noch gemacht? Ich dachte, das hätten wir nicht mehr. Oh Gott. Ja, Gott sei Dank, ey. Ich hoffe nur, dass... Ganz wichtig wäre dieses, dieses komische Rätsel, was gleich kommt. Treffen. Danke. Gut, das müssen wir auch nicht mehr machen. Aber das müssen wir anscheinend wieder machen. Ja. Aber es ist nicht... Oder? Doch, müssen wir, glaube ich, machen. Refraktor. Thank you.
Junge, das ist so übertrieben, ne? Ey, wie viele Gegner da kommen einfach. Ja, ich glaub, das war's. Wir sind zu spät. Komm rein. Nefarius hat bereits den Countdown gestartet. Wenn dieses Ding ins All fliegt, hat Veldin keine Chance. Das wird nicht passieren. Oh ja, Leute. Okay, anscheinend können wir nicht wieder außen rum. Wäre auch zu schön gewesen. Alter. Für diese Frechheit wirst du büßen, du nervtötender Nager! Sorry, Nefarius, dein Flug wurde gestrichen. Lawrence! 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 Wie kann ich zu Diensten sein? Vernichte ihn! Kleiner Scherz, Sie sind mit meiner Holo-Mailbox verbunden. Hinterlassen Sie Name und Nachricht. Tschüss. Gut. Dann mache ich selbst. Aha, jetzt geht's los. Geschlagen. Ich habe keine andere Wahl, als mich deiner Gnade auszuliefern. Wirklich? Ich meine, du sagst es, Nefarius. Deine Herrscherjahre sind endgültig. Idiot! Okay. Ach, da ist er ja schon.
Ja, wir brauchen mal ein bisschen Waffe mit mehr Schaden, ey. Aber welche? Die wären, glaube ich, ganz gut. Oh ja. Alter, ich sehe nichts. Ich glaube, wir müssen uns echt den PDA holen, dass wir uns ein bisschen Munition zwischendurch mal kaufen können. Wenn wir das jetzt nicht schaffen sollten. Ist es wichtig, Sir? Mein Solo kommt doch gleich. Transformation einleiten! Es heißt Bas Odyssey. Jetzt, Lawrence! Ah, wenn's sein muss. Das ist so ziemlich der einfachste Endkampf, den es gibt eigentlich. Normalerweise. So, wenn Quark jetzt nochmal da ein bisschen was machen würde, statt dann nur dumm rumzufliegen die ganze Zeit und im Weg zu stehen. Das war's. Perfekt. Oh, welch eine Schande! Von Machis besiegt! Oh, das überwinde ich nie! Warnung. Reaktordetonation in 60 Sekunden. Lawrence, Teleporter anwerfen. Würden Sie bitte einen Zielort angeben, Sir? Ist doch egal. Einfach nur weg von hier. Zeit ist um. Was? Das waren niemals 60 Sekunden. Tschüss. Wir melden uns live von der Premiere des neuesten Holofilms aus der Reihe um Geheimagent Clank. Die Atmosphäre ist bis zum Äußersten gespannt. Und tausende Fans warten ungeduldig darauf, endlich ihre großen Stars zu sehen. We'll be right back.
Agent Clank. Jetzt haben Sie kein Glück mehr. Es wird langsam Zeit, sich zu verabschieden. Ihre Tricks helfen Ihnen diesmal nicht, Agent Clank. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet und jetzt zerfetze ich sie in Millionen Stücke! Schaffen wir dieses Team! Na, da hat er dem Affen Zucker gegeben. Denkt nicht einmal daran. Tja, liebe Leute, damit hätten wir Ratchet & Clank 3 durch. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall mit Gladiator weitermachen. Was ja eigentlich Teil 4 ist, sozusagen. Und, ja Leute, ich denke mal, falls Interesse besteht, werde ich natürlich auch noch die ganzen Zielpunkte und so machen. Ich werde es jetzt allerdings mehr, ja wie soll ich sagen, mehr im Hintergrund machen. Das heißt, ich werde jetzt nicht unbedingt nochmal das komplette Spiel auf 100% spielen, weil wir haben ja letzten Endes schon die Platin, oder ich habe die Platin-Trophäe damals schon durchgespielt. Und dementsprechend, wenn Interesse besteht, wie gesagt, werde ich natürlich die ganzen Zielpunkte etc. noch holen. Und die ganzen Platin-Bolts oder vielmehr Titan-Bolts und die ganzen Trophäen etc., die wir noch brauchen. Wir können uns dann theoretisch auch das Insomniac-Museum nochmal anschauen. Aber ansonsten würde ich sagen, damit wir mit der Reihe mal ein bisschen vorankommen, vor allem da wir auch Rift Apart noch vor uns haben, was ich auch unbedingt mal testen oder spielen möchte mit euch zusammen, werden wir mit Gladiator weitermachen. So, gibt es hier noch eine geheime Endsequenz? Ich weiß es gar nicht. Sieht leider außer Reichweite, Sir. Wenn Sie vielleicht ein Flugziel angegeben hätten. Wann sind wir wieder in Reichweite? Ach, das dürfte nicht länger als 5 bis 10.000 Jahre dauern. Ah, ich glaube das nicht! Und jetzt? Sie können nicht zufällig Schlagzeug spielen? Ja! Ja, damit hätten wir auch die Möglichkeit, jetzt den Herausforderungsmodus zu spielen. Ich denke mal, das werden wir auch auf jeden Fall machen, beziehungsweise starten, weil dadurch werden die ganzen Stilpunkte etc. auch um einiges eigentlich leichter zu machen. Ja Leute, wie gesagt, wenn Interesse besteht, dann werde ich auf jeden Fall die ganzen Stilpunkte auch noch holen, damit ihr auch mal seht, wie man das Ganze macht oder wie man das Ganze macht und wo die ganzen Titan-Bolts versteckt sind, wo die ganzen Trophäen versteckt sind, etc., wie das Insomniac-Museum aussieht. Aber ansonsten würde ich sagen, werden wir mit Gladiator weitermachen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.